Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem neuromuskulären Rückentraining. Wir trainieren heute nicht nur die Muskulatur, die unseren Rücken natürlich aufrecht hält und stützt und schützt, sondern auch unsere Sinne. Denn mit den Sinnen, wie zum Beispiel den Augen, wenn wir etwas sehen, wenn wir etwas hören, wenn wir etwas spüren, unsere Balance spüren, uns ausgleichen müssen, all die Melder an den Gelenken, die uns sagen, jetzt müssen wir aktiv werden. Wenn die Sinne nicht genug trainiert werden, dann nehmen wir Dinge aus der Umwelt nicht so gut auf. Das heißt, wir verarbeiten sie nicht so gut und unser Output ist dann etwas schlechter. Also sobald wir zum Beispiel nicht reagieren können, wenn es rutschig wird, weil wir das nie trainieren, dann werden wir fallen, dann können wir uns nicht abfangen, dann können die Muskeln nicht schnell genug aktiv werden. Also, der Output ist immer nicht gut, wenn wir es nie trainiert haben. Deshalb wollen wir genau das heute trainieren, also das Aufnehmen mit unseren Sinnen. Ganz am Anfang möchte ich jetzt zuerst nochmal atmen, denn die Atmung ist auch in einem engen Zusammenhang mit unserem Rücken. Wenn wir unsere Atemmuskeln wenig gekräftigt haben und unsere Atemräume zu eng sind, dann können wir nur ganz kurzatmig sein und verspannen eher. Das löst oft Rückenschmerzen aus. Deshalb stell dich hüftschmal auf, nimm deine Hände auf deinen Bauch und konzentriere dich jetzt einen Moment auf deine Atmung. Du darfst ruhig ganz leichten Druck mit deinen Händen auf den Bauchraum ausüben, denn dann spüren wir besser, dann können wir besser wahrnehmen. Atme durch die Nase ein, in den Bauch und durch die Nase oder den Mund wieder aus. Nochmal ein. Spür den Atemraum Bauch. Und versuch immer etwas länger auszuatmen. Das kann unseren Blutdruck senken, den Puls senken. Nimmt also Stress weg. Und immer wenn wir Stress wegnehmen, dann ist unser Rücken auch entspannter. Dann nimmst du deine Hände an die Rippenbögen, spürst jetzt deine Flankenatmung. Gib auch leichten Druck und vergleiche immer deinem inneren Auge, wie sich die rechte und linke Seite im Vergleich anfühlen. Bist du da bei beiden Seiten gleich mobil, beweglich? Auch da wieder etwas länger ausatmen. Und dann nimmst du deine Hände an den Brustkorb und spürst, wie dein Brustkorb sich hebt und senkt, dein Schlüsselbein sich hebt. Vielleicht auch die eine Seite mehr als die andere. Auch hier wieder leichten Druck. Und wenn wir die Atmung so gut aufteilen können auf unseren ganzen Körper, dann können wir leichter atmen, entspannter atmen. Lass dann die Arme mit dem nächsten Ausatmen wieder zu deinen Rippenbögen sinken und zeichne jetzt eine liegende Acht mit deinen Rippenbögen. Versuch, auf die rechte und linke Seite dich gleichmäßig zu bewegen und diese liegende Acht kreuzt natürlich deine Körpermitte, das heißt, du verknüpfst beide Gehirnhälften. Und das verbessert schon mal die Zusammenarbeit unserer beiden Gehirnhälften. Werde größer, löst die Arme und zeichne mit den Händen einen riesengroßen Achter auch neben deinen Körper. Beweg jetzt deinen Brustkorb mit und nimm ruhig auch den Blick und den Kopf mit zur Seite. So trainierst du natürlich auch schon den Gleichgewichtssinn im Innenohr, wenn du den Kopf bewegst, deine Augen, die ein wichtiges Gleichgewichtsorgan sind. Und wenn wir zum Beispiel viel am Bildschirm sitzen, dann müssen unsere Augen einfach sehr wenig arbeiten, auch der Kopf macht sehr wenig Bewegung. Und dann verkümmern natürlich die Sinne. Also
Richtig schön groß bewegen. Jetzt darfst du auch gerne den Blick bei mir vorne halten und nur deinen Oberkörper, deine Arme bewegen. Fixiere vielleicht den Bildschirm jetzt. Lass den Kopf, den Blick bei mir vorne. Sehr schön. Und dann löst du ganz langsam wieder. Sehr gut, kommst zur Mitte und nimmst die Arme zur Seite, Schultern weit nach hinten unten ziehen. Komm auf deine Fußspitzen nach oben und senke wieder deine Fersen nach unten. Nimm die Arme ein Stück höher, ausatmen. Hoch, Handflächen zu mir, streck die Knie, einatmen und wieder tief Knie beugen. Ausatmen, hoch, Schultern küssen sich hinten, einatmen, nochmal aus. Fersen zueinander schieben. Und dann halte jetzt oben, bleib hier und versuch Staccato-Atmung. 4, 5 ein, nach vorne, ich komme zur Seite, nach vorne. 4, 5 aus. Zurück. Kräftige dein Zwerchfell. Die wichtige Atemmuskulatur. Wenn es dir zu wackelig ist, komm runter. Und so irritierst du natürlich auch deine Sinne. Durch dieses Aus der Mitte bringen. Und dann kommst du langsam wieder nach unten auf deine Füße. Stell deinen ganzen Fuß ab, lass die Schultern los. Nimm deinen linken Arm nach oben, kreuze dein Bein nach hinten. Und jetzt ziehst du dich zur Seite und versuchst ganz sanft hier dich aufzudehnen. Atme weiter. Komm dann langsam wieder zurück zur Mitte. Jetzt einen Moment vergleichen, ganz wichtig, spüre immer mal den Unterschied. Was hat das Öffnen jetzt der Rippenbögen mit deiner Atmung, mit deiner Haltung gemacht? Merkst du mehr Raum, vielleicht auch im Rücken, mehr Entspannung? Andere Seite. Kreuzen und ganz sanft hier auffedern. Und dann kommst du langsam wieder zurück zur Mitte, lässt den Arm sinken, stellst dich hüftbreit auf, spürst nach. Vielleicht merkst du jetzt schon eine Entspannung im ganzen Rücken. Nur durch das Erweitern der Atemräume. Nimm deine Hände jetzt auf deine Oberschenkel, atme ein, nimm den Blick nach vorne. Brustbein führt, atme aus und mach den Rücken so richtig rund. Wenn du jetzt einatmest, schau nach vorne, zieh eine Fußspitze vom Boden weg, die eine Seite, ausatmen rund, fäng Fußspitze runter und einatmen, die andere Fußspitze hochziehen, Rücken gerade und wieder aus, rund. Nochmal gerade, Fußspitze heben, ausatmen, rund, einatmen, gerade und aus. Wenn du jetzt einatmest, schiebst du eine Ferse nach vorne, spür die ganze Rückseite mit einem Ischiasnerv. Atme aus und rund. Nochmal einatmen, Rücken gerade, Fußspitze anziehen und aus. Wieder rund.
Jede Seite noch einmal einatmen in deinem eigenen Rhythmus. Aus. Und dann Fuß aufstellen, rund, Wirbel für Wirbel aufrollen. Komm langsam zum Stehen, hüftbreit, lass locker. Spür, ob sich was verändert hat durch das Aufdehnen der Rückseite. Lass deine Knie durchlässig. Deine Hände vor den Körper und die greifen jetzt ineinander und du ziehst mit beiden Händen nach außen. Knie durchlässig, Spannung aufbauen. Ausatmen, dreh deinen Oberkörper zur einen Seite. Rück den Blick mit, einatmen zur Mitte und aus zur anderen Seite. Zug. Du kannst die Arme auch tiefer nehmen. Und ein. Vielleicht merkst du auch, dass du weiterkommst durch das Ziehen. Jetzt merkt ihr gleich mal die Handwechsel. Das heißt, die andere Hand kommt nach innen. Ist komisch, oder? Nochmal ziehen. Bei mir ist es komisch. Und jetzt nochmal drehen und lass den Blick bei mir. Oberkörper, ein, Becken möglichst ruhig, aus, ein. Wenn das ein bisschen mitdreht, ist nicht schlimm. Ziehen, wieder zur Mitte kommen und auflösen, nachspüren. Wie fühlt sich's an? Jetzt gehst du auf ein Bein, verlagerst nach links, heb deinen rechten Fuß leicht vom Boden ab. Spür, wie stabil stehst du da auf einem Bein. Wechsel zur anderen Seite, leicht abheben, wahrnehmen. Immer die Krone auf deinen Kopf, die dich nach oben Richtung Decke zieht. Nochmal wechseln. Halte jetzt hier. Wenn du dich relativ sicher fühlst, dann drehst du jetzt den Kopf nach rechts, nach links. Wenn du merkst, oh, dann fällst du, kannst deine Fußspitze auch nach unten nehmen. Aber wackeln ist ja erlaubt, denn das trainiert. Relativ zügig. Wieder zur Mitte kommen. Fuß abstellen. Sehr gut. Andere Seite. Heben. Und vielleicht magst du den Kopf nach oben und nach unten bewegen. Kopfbewegungen aktivieren Areale im Gehirn für unseren Gleichgewichtssinn. Du kannst natürlich den Fuß auch unten lassen und nur den Kopf bewegen. Halte in der Mitte, komm wieder auf beide Füße, spür nach. Wie fühlst du dich? Jetzt kommen wir ein bisschen mehr in Bewegung. Und zwar gehst du einen Schritt rechts, einen Schritt links, ruhig großen Schritt durch den Seitschritt. Hast du auch schon Gleichgewichtssinn im Innenohr und nimm jetzt auch einen Rhythmus dazu. Das heißt, du machst einen Schritt, machst zwei Schritte und halte jetzt. Und nochmal und einen Schritt, zweiten Schritt halten und jetzt und zwei halten. Vielleicht sogar das Knie anheben und eins, zwei halten. Eins, zwei und halten. Super. Eins, zwei und halten. Atmen. Immer weiter atmen.
Und dann hältst du oben. Und jetzt werde schwerelos. Versuch den Kopf, den Oberkörper in alle möglichen Richtungen zu bewegen. Denk an deine Bauchspannung. Komm gerne aus der Mitte. Zur Mitte. Und nochmal hin, her. Hin und her. Halten. Hin, her. Halten. Halte hier und versuche auch da nochmal aus der Mitte dich zu bewegen. Es ist alles richtig, es gibt keinen falsch oder verkehrt oder wackeln ist nicht erlaubt, alles ist richtig. Und super, zur Mitte kommen, hüftschmal aufstellen, nachspüren, leicht durchlässige Knie. Wie fühlt sich dein Rücken an? Fühlst du dich aufrecht? Gib leichten Druck mit den Fußsohlen in den Boden. Und was wir jetzt noch machen, wenn du deine Hände so ein bisschen warm gerieben hast, schau ruhig erstmal her, dann machen wir nämlich die Augen zu. Und decken mit den Händen die Augen ab. Und wenn du da bist, dann schau mal, ob du jetzt ganz dunkel siehst oder ob du noch leichte Lichter siehst. Und du solltest jetzt versuchen, so lange deine Augen zugedeckt zu halten, bis es ganz dunkel wird. Es entspannt deine Augen. Das ist auch mal eine schöne Übung für zwischendurch. Du kannst also jetzt gerne auch kurz Stopp drücken und so lange bleiben, bis es dunkel ist. Und dann mit dem Ausatmen die Hände lösen. Mit dem Ausatmen die Augen wieder öffnen. Nochmal einatmen, lang werden. Ausatmen, locker. Einatmen, länger. Und jetzt streck dich. Zieh dich lang, dehne deinen Rücken, versuch dich wirklich im Alltag 2 Minuten lang jede Stunde zu bewegen, mindestens, wenn du vielleicht im Büro sitzt, einfach dran denken, dich zu strecken, zu räkeln oder ganz einfach mal die Augen zu bewegen oder die Füße abrollen, was auch immer, auf jeden Fall bewegen, das ist wichtig. Arme öffnen, ganz aufrecht und entspannt. Aufhören. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast jetzt ein angenehmeres Gefühl im Rücken. Deine Atmung fühlt sich auch gut an und frei an. Mich interessiert es natürlich immer, wie es dir jetzt so geht. Also gerne unten reinschreiben, wie es dir so geht. Wenn du Lust hast, kannst du meine Arbeit wertschätzen. Vielen Dank. Den Link findest du übrigens unter dem Video. Da heißt es Deine Unterstützung. Klick drauf, dann kannst du auswählen, mit wie viel du mich unterstützen möchtest. Kannst du auch jederzeit verändern. Danke, danke. Ansonsten abonniere meinen Kanal. Empfehle vielleicht meinen Kanal weiter, damit sich möglichst viele Menschen bewegen. Und du kannst auch auf meinen Kanal mal sehen, da sind die Videos geordnet. Da gibt es zum Beispiel auch eine Playlist Physio-Fitness oder Wirbelsäule oder Senioren oder intensive Workouts. Also was auch immer du suchst, schau mal rein. Oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Freue mich schon. Bis dann.